dieser Tage eröffnete Kärntens größtes Autohaus mit einer fulminanten Feier seine Türen. Drei Fliegele und scheinbar war ganz Kärnten auf den Beinen, um das neue Autohaus zu inspizieren. Auch der Bürgermeister von Villach, Helmut Manzenreiter, freut sich über das neue Autohaus. Der Juni hat gesagt, sie haben sich mit dieser Investition auf ein Abenteuer eingelassen. Ich glaube, es ist kein Abenteuer. Mit dem unternehmerischen Geist und der Qualität des Mitarbeiterteams wird das kein Abenteuer sein. Es wird ein weiteres Beispiel von unternehmerischem Erfolg dieser Familie sein. Am neuen Standort sind 85 Mitarbeiter vom Mechaniker über das Ersatzteillager bis hin zum Verkaufsteam beschäftigt. Auf die Kunden warten insgesamt 4.800 Quadratmeter Fläche inklusive einem 1.400 Quadratmeter großen überdachten Neuwagenlager mit je drei großen Schauräumen der Stammmarken VW, Audi und Seat sowie einer großen Anzahl an das Weltauto gebraucht wegen. Ja, da ist man sehr stolz, wenn man zuschaut, wie das gewachsen hat. Ich bin zwar noch keine 127 Jahre, aber wir haben die ganze Historie, haben wir das Öfteren schon aufgearbeitet. Da sieht man, mit wo wir hergekommen sind. Und für die Gründerzeit war der Urgroßvater, der Valentin Wiegele, schon ein Großunternehmer mit seinen 10, 12 Mitarbeitern, die er damals gehabt hat. Dreif Wiegele seit 127 Jahren. Tradition und Erfahrung, das spricht für sich. Und man merkt eines ganz genau. Alles ist Familie. Und diese Mitarbeiter haben auch alle Familien und die gehören zu einer Familie dazu. Und für uns ist wichtig, dass alle, die bei uns arbeiten, Freude haben und diese Freude nach außen tragen. Und dann gibt es ein bisschen mehr Freude auf dieser Welt. Natürlich gibt es auch das eine oder andere verlockende Eröffnungsangebot, wie uns Juniorchef Thomas Wiegele verrät. Wir können den Kunden eigentlich immer etwas anbieten. Und was wir jetzt im Speziellen anbieten können, ist auf alle Marken aufgeteilt. Wir haben bei allen Marken Eröffnungsaktionen. Das ist bei Seat der Ibiza, das ist bei VW der Golf, das ist bei Audi der Q3 und der A3. Also, vorbeischauen zahlt sich garantiert aus. Ein besonderes Highlight ist auch das La Familia Café. Modernes Lounge-Design auf 150 Quadratmeter, welches zentral zwischen den Schauräumen gelegen ist. Auch der Showteil hatte es in sich mit nationalen und internationalen Künstlern, die auf den vier Showbühnen aufgeteilt waren. Dirnle, komm her zu mir, ans Dirnle sag ich dir, du bist mein Augenstern, die hab ich gern. Mit Alex Christian konnte auch Österreichs bester Stimmenimitator gewonnen werden. Ja, ich bin vorher mit dem Gerhard Berger eine Runde gefahren. Gerhard, wie waren deine Eindrücke? Aber ich muss sagen, das Auto ist kompetitiv, wir haben einen super Start erwischt. Ich bin gleich mal rausgefahren. Ich habe einen außerplanmäßigen Boxenstopp mit einer Zivilstrafe gehabt auf der Autobahn mit 260. Aber ich muss sagen, ich bin sehr happy, das Auto ist kompetitiv und da hätte man sofort kaufen. Und obendrein wurde auch noch gezaubert, was das Zeug hält. Die Mad Boys Ben Hyven und Van Berlin brachten Belegschaft, Kunden und Partner zum Staunen. Staunen in Zukunft auch Sie. Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Drive Wiegele. Alle weiteren Infos unter www.wiegele.at.